Ich bin from Ungvar. My name is Jakob Josef Leifer, der Sohn von dem Rebbe Rebriven Menachem Leifer, wo sein Abstamm ist gewesen von dem größten Rebbe, der Rebbe Reberze from Ungvar. Wir haben gelebt in Ungvar, wo der Tate ist gewesen, Arebe, mit seinem eigenen Beit HaMidrash. Auch der Sem, der Bruder von meinen Taten, der Rebbe Reb Chaim Leib. In Ungvar ist gewesen ein Stut, sehr ein schöner chassidischer Stut, in Jiddisch. Der Ruf ist gewesen, in meinen Zeiten, der Grandrabbi Rabbi Yosef Elimelech Kahane. Auch ist gewesen in Ungvar, Dayunim, Rabbi Meir Estreicher, Rabbi Moshe Brody, Rabbi Meir Blei. Rabbi Meir Blei ist Nifter geworden, ist gekommen sein Sohn, Rabbi Gershon Blei. Die sind gewesen, welche haben bekleidet, der Stut Ungvar bis zum Deportieren. Der Stut Ungvar für sich hat gehabt ein sehr schönes Schiel, auch eine große Schule, eine eigene Schule, so verjünglich wie vermeidlich. Auch ist gewesen gekleidet, der Stut Ungvar mit einer schönen Talmeteure und auch sehr schöne weltberühmte Yeshiva, geführt von dem Ungvar Ruf sich Reiner Brüche. Der Stut Ungvar für sich hat gehabt auch ein chassidische Klos, sie gehabt ein Schassgevre, und auch haben gelebt in der Stut Ungvar andere Rabbaim wie Harav Herbaharn Felbermann, Gewitzerhof. Es gewesen auch Hissekowerhof, welchen ich denke nicht dem Namen. Ich denke Rabbi Teitelbaum. Dann ist gewesen, bis maybe 36, 37, der Borislever Rebbe, welcher ist gewesen, du auch in Amerika, unter dem Namen Kamarner Rebbe. Dann ist gewesen in Ungvar Rebbe Rebjanke Fersch Waldmann. In auch ist gewesen Rebbe Rebberle Lipschitz, du sie gewesen der Numen, der Schwiegersohn von dem Strapke Rebbe, Sacher Zadek Lebrucho. Der Stut Ungvar für sich hat gehabt sehr schöne Balabatten, welche sind gewesen, chassidisch, jiddisch, mit welchen man hat gekannt, stolzieren in allerlei Zeiten, auf wenn und wie man hat gebraucht. Der Stut Ungvar für sich hat gehabt sehr Sache, Menschen, welche seiner Jiddischkeit ist gewesen, mit Messias Hanefesh durchzuführen, jede Sache mit Leib und Seele. Wie eine kleine Geschichte, in welchen ich darf nicht den Namen herausbringen, wer es ist gewesen, aber ich bin dabei gewesen, wenn sie so reingekommen, eine Frau. In einem Store, heißt es in Amerika, in einem Geschäft, in der Sie gegangen und hat gegeben die Hand von dem Store-Mann. In Sie gegangen, der Tate hat es gesehen und hat ihm sofort gegeben ein Patsch. Ich weiß nicht, wie man das so ist in modernen Sprache. Vor Messias Nefisch zu weisen, er will das erst nicht sehen. Das ist gewesen
Das Messias ist ein Neffe von Ayid, was habe ich allein beigewohnt. Das Ingen von Teure lernen hat man gesehen in der Klaus, in der Schassgebre, und auch in allen anderen Buten mit Ruschen, wie es ist gewesen, auch jetzt die Buten mit Ruschen von den Rabbinen, ist gewesen auch andere, wie Meshivas Nufesh, Aschir, sie gewesen aber zum Mädels Talmud Teure, Mazika Hadas, in Poyale Zedek, und noch andere. Schochten sind gewesen, sehr berühmte Schochten. Einer gewesen Rebelle Tobowitsch, Rebusche Anschlug Grünwald, welches bekannt in der Welt mit seines Fuhren, der ziemliche Dusche mit dem Perischmatte Uscher, solcher Abriss auf welches Miro, in Pidjan Haben, Kitzer nach der Schive, wo die Welt alle Rebunen mit Schochten haben es ungenommen. Dann ist gewesen Reb Jankow Griesgott, ist sie gewesen Reb Herzschleib Klein, vier Schochten, und dann ist gewesen Herr Felberbaum, ich denke nicht im jüdischen Namen, der Scheuchert für Radwanke, wo es hat letztens bei den Ungarn zugeschlossen geworden zu der Stutt Ungwar. Stutt Radwanke, wo es später geworden zugeschlossen zu Ungwar, hat auch gehabt den Ruf, ich kann mich nicht erinnern, dem Namen, wer es gewesen. Und dann ist gewesen, der Talmud Teures, welches seine Gewinn gekleidet mit sehr frimmen und ehrlichen Landen, welches ist öfter unmöglich, alles zu ausrechnen. Und aber in meinen Zeiten gewesen, Reb Shia Friedman, Reb Hersch Goldberger, Reb Trul Weiss, Reb Jide Kleinmann, in Herr Schmilowitsch, ich denke, ich dem Namen, Pschamschen, Pschimschel hat mir geriefen, und noch andere Private-Gedure mir gewesen. Ingwer hat auch gehabt, in Zeduke ist es gewesen, sehr berühmt. Wie ich kann mich erinnern, wo wenn sie sich weggefahren von der Stutt Ingwer, Rebefuhlstädten, Olaf Aschulem, hat sie in seinen gesegneten Ruschen in der Schröser Schiel gesucht, Rabeu sei, ich fuhr weg und ich lasse über den Stutt. Wusset sah mit den Uhren malat, wer wird für sei sorgen? Mit der Saarbrenn, mit der Saarbegeisterung ist es gewesen. In auch gewesen bekannte Familie Bianca Leser Feldmann. Auch ein Stieb, wo es gewesen offen. Tag und Nacht, special für Hachnusses Orchem. In Azoi ist auch gewesen, die Familie Städten, Rebefuhlstädten, Rebmäuschestädten, Rebleibstädten, und also noch und noch Rebjanke Rubin. Ich kann nicht alles in kurzen Aufgeben, die alle nehmen, because es ist unmöglich. Aber der Stutt Ungwar hat er kein Stolzieren, weil das, was hat er rausgegeben, in Ghetto heran, in ein Lager heran, für Hitler gemacht schon mal, sind er weggegangen von der Stutt Ungwar, jeden Kedäuschen, wo seine gewesen, bekleidet mit Teuro in Avoide in Gemüdes Chassudem. Im Water kann ich nicht alles übergeben, es ist unmöglich in Kurzen überzugeben, denn das Herz ist geriert. Special jetzt, wenn wir sie mal reingetreten in dem Heudisch Nissen, wo es Hiskin baut noch Peisach, der Jurzat. Wie ich denke, wert ist 30 Jahre, wie wir haben verloren, das Schönste und das Beste für unser Leben, welches wir wollen nicht vergessen, Kaimul, und wir tun es Kaimul nicht vergessen. Jehi Zichron Burich. Yes. Für ein Leben von einem, seit die Deutschen haben übergenommen die Macht, in Ungarn, wir sind umgekommen in unserer Gegend, in der Stutt Ungwar, in Munkács. Because Munkács muss ich hereinnehmen, weil ich habe dort gelernt in 1938, 39, 40, 41. In Demmels ist es gewesen, wenn man die Poirische weggeführt. In dort hat gewohnt, für mein
ein Neffe, ein Cousin von mir, ein First Cousin von mir, mit dem Namen Herr Yitzchok Yanke Fleifer. Und sein bisschen Vermögen, das heißt das Fuhren, in das ganze Staffier mit seinem Möbel ist alles geblieben in meinen Händen. Und mit der Hilfe des Judenrats, welcher hat schon existiert in dem dicken Jahr, ist mir gelungen, für meinen Katsch herüberzutragen, alles auf Ungar. Und das ist alles gewesen bei uns, bei meinen Taten im Haus, bis sie deportieren. Deportiert sind wir geworden, bald nach Peissach. Peissach sind herangekommen, die Deutschen auf Ungar. Und bevor sie herangekommen, haben wir schon gemistrugen, die gele Sterns. Wie sie sind herangekommen, haben sie dem ersten, bald nach Peissach, hatten wir das geführt in den Ghettos. Und wir sind gegangen, wie wir suchen es in Davanen, Katzoyen, Latewach, Jivol, wie man vier Schuft zum Schlachten. Sind wir gegangen, begleitend dich. Das bisschen Hub, was man schon gekannt, mitnehmen. Auch weg von der Scheinerheim, von dem Scheiner bis am Medrisch, von dem Scheiner Stieb. Wie die Eltern, Tate, Mama, haben geopfert sein Leben, in sie geben, eine jüdische, scheine, barbatische Erziehung, wie es passt, in unser Haus, wie bei uns gewesen. Wir sind umgekommen in Ghetto, im Martins Hofgestellte gewesen, wie ich denke, in der Radwanker Gasse. Das ist gewesen der erste Ghetto, wo man zum ersten umgefühlt ist gewesen von der Kappische Gas, in Bosnische Gas, in der Rimmige Gesslöch, welche sind umgekommen hin. Und wir sind dort gesessen 4 Wochen. Der deutsche Gestapo-Mann, ihr macht schon mal, welcher ist ungefähr, hat ungefähr dem Ghetto, ist er angekommen, hat sich hingekickt, ihn hat zusammengenommen. Die alle Rabunen, welche haben dort existiert in dem Ghetto. Und das erste gewesen zu machen, eine Fotografie, wie man sagt es in Englisch, eine Picture, mit die alle Rabunen. Dann ist man gekommen, und man verlangt die Rabunen, sollen abschneiden, der Burt in Pais. Hat man gekämpft, man soll keinen noch halten, dem Zieres Rekim auf sich, wenigstens die Rabunen, weil leider die Balabaten, welche sind weg in den Arbeitslagern, haben schon nicht gekannt, das mitmachen. Es ist aber nicht gegangen. Mit jedem Tag ist man gekommen mit nahe Gesetzen, man soll machen ein Kaiserbart, noch ein Saarbord, in alles ist man gekommen, machen nahe Fotografie mit allen Rabunen auf der Mitte zu machen Gelächter für den Ziden. Ich kann mich erinnern, er ist zugekommen zu meinen Taten und auch meinen Vater und hat gesagt, Rebbe, jetzt müssen wir den Burt da rupnehmen. Tagen der Ehren hat er vergossen, gezittert Hände und Füße. Das Bohnen hat geworfen. Und der Friseur, der Barber, wie man sagt in Amerika, hat gebeten, Rebbe, hat Rechmones, der Söhne Yisroel, steigt du. Ich muss meine Aufgabe durchführen. Lost und schneiden der Burt. Und so hat man zugeschnitten, für jeden einen der Burt im Pais. Und so ist er mir geworden, Lelag in Lekeles. Das Leben in Ghetto gewesen, wir haben jeden Tag bekommen, das bisschen Essen, man hat sich zusammengeschlossen, in der einen Barack, wie man das geriefen in Deutschland, sind wir gewohnt, sehr asach Families, was mir gewesen, ausgeschirrt, wie man soll sagen, leider, das ärgste Muschel, wie auf dem Besachheim, der ist Lebedicke. Und er soll immer durchgeführt, bis Farsche wie es.
In falscher Weise gekommen das Befehl, wir müssen sich zusammennehmen. In der Schule sind gekommen mit der Trick, ausfappen ins Jiden, Juden, ihr geht herein auf Ungarn, auf Arbeit, auf Feldarbeit. Die Ungarn haben gesagt, alles mitnehmen. Die Deutschen haben geschrien, nein, nicht mitnehmen alles. Wir haben doch mitgenommen in die Waggonen heran, wie viel die Hände haben wir gekannt. Und wir sind zusammengeschlossen geworden, 80 Personen in einem Waggon. Ja, ich habe vergessen, die Frage ist, ob es gewesen jüdische Polizei in der Stadt Ingwer in den Ghettos. In dem Ghetto, wie ich bin gewesen, im Glückholzlager, kann ich mich erinnern, als er gesagt sein, die jüdische Polizei. Das Leben von der Ziegelfabrik kann ich nicht übergeben, persönlich, weil ich bin dort nicht gewesen. Wir sind nach Weg gegangen, Fahrerschreudisch 7, und wir haben gebencht, Schreudisch 7, in Birkenau. Und von Birkenau sind wir gleich weg nach Buchenwald. In Buchenwald hat man ausgerufen, aber man hat uns gebracht dahin auf Erholung. Die Rechum haben gewollt wasen, Rechmunis. Sie haben Rechmunis auf uns, wir sind ermiedet geworden von dem weiten Weg. Und man hat uns gegeben dort, soll heißen, wir gehen sie essen. Aber die Hoffnung dort im Lager in Buchenwald, ich muss es erzählen, was habe ich mitgemacht. In Zieden hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Hat er schon das Buch, hat uns Cholila im Ganzen verlost. Es gekommen ist, wie es auf der Nacht. Hat uns gegeben, ein Löffel Kienkäse, ein Stück Pferdfleisch und ein Stück Brot. Und das ist gewesen in der Nachtmahl. Le Kuvet Yantef habe ich mir genommen zu singen. In wo ich hier am Bivris Yachat, le Kuvet Simche von Schwiees, von Zman Matten Teresaini. Jeden seiner Ziege kam es am gefragt, die Bucherl, die weiß, wie du bist. Ich habe geantwortet mit Stolz, ja, ich weiß, wie ich bin. Die weiß, es hat passiert mit deinen Eltern, ja. Nur leider, ich kann nicht helfen, ich kann nicht Leben dich machen. Nicht den Taten, nicht den Mammen, nicht die anderen Kedöschen, welche sind mit ihm gekommen. Aber ich habe gesucht jüdische Kinder, wenn ihr wollt, mit Hashemes Bures Hilfe du befreit werden, ist Chazak, wer er muss, stark sind jüdische Kinder, ihr Lammerle Kuvit Jante singen. Man hat mich gefragt, wer bist du, Bucher? Aber gesucht, ich bin der Sieg von dem Rebere Brieven, Leifer von Ingwer. Hat man gesagt, nie mit Recht, singst die. Und sie haben sich schon gemolden, auch für marmorische Jiden, wo sie nicht zugeschlossen geworden, dort im Lager schön, mit uns in einem, weil wir bei uns auf Vorschütz hat man uns in Kaschow zusammengeschlossen. Ungewehr mit marmorischen Transporten, sie sind wir umgekommen zusammen, nach Birkenau, immer zusammengestellt in jedem Barack, 500 Menschen, es hat ausgefehlt zu den 513 Menschen, für einen marmorischen Transport, hat man von den Ungarn auch Ziege genommen. Und dort bin ich auch gewesen zwischen den marmorischen Jiden. Und leider, mit Herzweitung, bin ich gewesen der 12. aber der 13. es hat ausgefehlt zu dem Quantum von 500 Menschen, in meinen Zwillingsbrüdern. Doch weil ich nicht weinig in Hand hing, als ich noch die andere Brüder und Schwester, ist für mich ein Weggerissen geworden auf Eibig. Und als ich immer gewinnt habe, in einem Lager, in der andere Freund von meinem Spruch haben sie gemolden, und man hat gesagt, teurele Kuvit Yantef, und damit sie überzeugen geben, von der Schemes Burech, traut dir alle Sachen, was man mit uns getan. Aber wir Jiden haben eine verleumde Hoffnung und wir hoffen, als Am Yisrael Chai, und wir werden leben, und wir werden der Leben der Geirische Leibe beim Heiru. The Ungwer Questionnaire. Wie groß ist gewesen euer Mischpoche, die nonte Mischpoche und euer ganze Mischpoche in Ungwer?
Die neunte Mischpoche sind mir gewesen in der Heim, meine lieben Eltern und mir fünf Geschwister. In der größten Mischpoche sind wir gewesen, ist auch gewesen in Ungwar, mein Vater, dem Taten, sein älterer Bruder, wie ich auch schon früher erwähnt, der Rebbe Chaim Leib Leifer. Er mit seinen Rebbezen. Sie haben leider keine Kinder nicht gehabt. In auch ist gewesen, der Rebbe Bianca Fersch Waldmann, ein Cousin für meine lieben Eltern, welche haben auch gewohnt in Ungwar. Die haben gehabt mehrere Kinder. In der Schnelligkeit sind wir den Mannen, kennen wir unsere Mannen das alle. Aber laut wir denken, es drei Töchter und drei Sien. Die sind gewohnt, der nutzte Kräufe in Ungwar. Im Unkatsch hat gewohnt mein Taten, seltsere Brüder, der Rebbe Meier Leifer, für welchen ich habe früher erwähnt, als fahren mit der Hilfe mit dem Judenrat, habe ich von seinem Sinn, von dem Vetter Rebbe Meier Sinn, herauf ein bisschen Janke Leifer, welcher ist weggeführt geworden auf Polen. In der Riss, laut wie die Berichten, er ist heute auf, ihm gekommen in Kamenitz-Pedosk. Das sind gewesen meine Kräuven. Und sie übergeben pünktlich das Jahr, wenn der Seide, welches bekannt gewesen mit dem Namen der Rebbe Berze von Ingwer, ist gekommen, kennen mich der Mannen. Nur wie ich weiß, auf der Tate hat noch in Ungwer gelernt in Heider, wo sein Rebbe gewesen Menachem Weiß. Von dem weiß, nehme ich heraus, als für lange Jahre wird die Seide gewohnt in Ingwer. In der Seide ist in Ingwer nicht geworden, zufrisch bei Gimmel. In Demmels hat gewohnt der Tatemanner, auch sein Bruder, der Rebbe Chaim Leib, in ein Häuf, später in Baalhäufig in 1930 haben wir weggemufft von Bosischer Gas auf der Kappische Gas, was hat uns geheißen, das kleine Gessere, der Land von Telep. In Dorten hat der Tate aufgestellt, weiter sein Besmetterisch, welches es gewesen, der Teure, der Tfille, was jeden sind gekommen. Sie haben zugehört zu seinen Davonen, in Special zu seinen scheinen Drusches, in Teures, welche seinen Gewinn berühmt, nicht nur in Ungwar, nur überall noch in Handigen Tag. Wer sie fragt, wer ich bin, wem es ich bin, kann ich genick leuben, mit dem der Tate, der über die Briefen von Ungwar gewinnt, sehr berühmter Maget, in sehr berühmter Baal Messaper von Siches Zedikem, welches eine sehr Sache gedrückt in sehr Sache Svurem, wo seine Strebung ist gewesen, sie zu helfen, wie mehr zu verspreiten, Chassides in der Welt. Von seinem Maßes, wo seine gedrückt geworden, mit der Tat hat übergegeben, ist du gedrückt in Degel machen, nach Freien, wo es vor dem Krieg nun zum Deportieren nach Rosi kommen. In Munkach, wie ich denke, als bin ich ganz sicher. Und dann ist angegeben geworden in Cipher, Scharat Fille, von den beiden Mann im Chaim. Und auch ist gedrückt geworden am Aftayach, letztens fahren die Partien in Reiches Chochme, wo es auch Dank geht man über dort ein Special von den Tafelsachröner Brüche, wo es ihrer Zeit von dem bemerkt, als die Wichtigkeit von dem Aftayach. השאלות תישאל לך עכשיו משאלון אונגבר, שאלה מספר שניים, וכל השאלות הן מאותו שאלון של אונגבר. Was ist gewend die Parnasse von eier Mischpoche und eiere andere Kräuven? Kennt ihr sagen in Prozenten, was haben getan die Iden in Ungwar? Was ist gewend sehr Parnasse? Die Jiden von Ungwar sind gewesen in mehrere Kategorien. Ich weiß nicht, wie man es sind geteilt. Sie gewesen Sochrem, Bala Maluches. Und selbstverständlich, als sie gewesen hat, Talmeteuer ist gewesen Malamdem.
In der Panusse für meinen Taten ist gewesen, wo er es gewesen Rebbe, und mit Hilfe von seiner guten Freund, wo sie haben uns unterstützt, sind er angekommen, mit der Bekusche zum Taten, selbstverständlich haben wir ins Mahane gewesen, und auch aller Taten ist gewesen geladen, in andere Städte auf Schabusem, sein Drusche zu halten, special für der Heilige Tag, aber für Pesach, für Pirem bis Pesach. Selbstverständlich hat keiner nicht verlangt im Sinn sein Terche, hat das alles bezogen, bei der ich auch Covid. Wegen der anderen Jeden von Usherot? Von der anderen Jeden von Usherot habe ich viel erwähnt. Das ist gewesen ein Teil Socher. Wir haben gehabt eigene Grosserie, Stores, in verschiedene Sachen, wie sie gewesen ist. Ich weiß nicht, mit der Hand, ich bin nur gewohnt ein bisschen von dem europäischen Ausdruck. Das heißt, du hier in Amerika sucht man einen Schuhstore, Dreigutstore, in Weinhändlers, in auch gewesen Schneiders, Schiester, der Balamluches, in Tischlers. In einigen haben sie befasst mit Holzhändlern, in anderen verschiedenes, wo es gewesen ist, was anbelangt in der Zocherei. Sheila Mispor Shadlosh. Überzugeben, die Umgegend von der Ungwar ist mir sehr schwer, because ich denke sie nicht alle. Wo es Jurel gehabt sei Ruf, Kapisch hat gehabt sei Ruf. Aber die anderen kleinen Mekäumes, ich kann mich nicht mal ein Special zu nehmen. Ich kann mich nicht, nein, sorry. Question number 7, Shela Mispar Sheva. Welche Meisdes ist gewesen in eurer Stadt? Ihr habt früher Damon, die Meisdes. Ihr habt früher Damon, Meisdes. Ihr habt früher Damon, die Chevrat Shas und die Beis HaMidrash. Welche noch ist gewesen? Gewesen ist die Meisdes, was ich habe früher erwähnt. Die Chevrat Shas in Mazike Hadass. Talmud Teure, Meshivas Nufesh. Und außerdem, ich gewähne die Buta Medrushen, welche sagen gehört zu den Rabbunen, welche sagen gehört ihre eigene Buta Medrushen. Und sie gewesen, der Chever Kedisch, ich habe selbstverständlich gesagt, dass sie gewesen bei neben Kuhl, was ist mit Kuhl in einem so gearbeitet. In Kural gehad der größte Schirm in der Chevreschass. In der Chevreschass, wie ich denke, hat vorgelernt, der Marbleiser in der Brüche. Jeden Schabbos noch Mittag, was ich habe früher vergessen zu erwähnen, von dem Schein im jüdischen Leben von der Stut, ist auch gewesen angeführt in der Stut, dass jeden Schabbos noch Mittag, im Vierer noch Mittag, Zimmer Special hat vorgelernt, Lekuvet Shabbos, einige von den Jungen und auch der Sekretär Fischgrund. Ich kann mich nicht der Mann von dem Moment nennen. Ich habe es zufällig durch eine Cypher, durch einen Kascher auf den Vorblumenschlitten, welcher bringt ihm auch in seine Familie seine Nummer. Ich habe mich hier Fischgrund. Ich habe den Mann. Und er ist auch gewesen sehr, sehr bekannt mit seinen Nummern. Als Sekretär finde ich von Kuhl und als sehr berühmter Sucher. Und ich muss mich ermahnen, als letztens von Dingen sind herangekommen, das hat aufgetreten, der Problem von einem Jiddisch, von einem Jid. Hat er gesucht in Adrusche, in seinem Schabbos noch mittig mit dem Drusche, hat er erwähnt von der Afteure, von Schabbos Nachmi. Er hat gesagt, Gott habe ich geflogen, der Luki habe ich geflogen. Pani Derech Hashem hat er erwähnt von der Teure. Hitzert,
Es hat vorgekommen in der Stube, bei der ich nicht hat er es gesucht, als sie gewinnen letztens in der Stube Menschen, welche es haben getreut, er aufzugehen von dem jüdischen Weg, ist gekommen, leider die antisemitische Zeiten, welche Mutter meint, als Misaid hat man sich umgerufen, Pani derich Hashem, mach's Platz für Hashem ins Burg, verwuß, Luki begeflein, wir sind geschlagen geworden in Doppelten, wir lassen sich nicht daran, nicht in Kaffeehaus, wir lassen sich daran, in den Movies, wir lassen schon Scharan in den Theatres, wir lassen schon Scharan in Kaschimplatz, wir müssen sich umkehren zu Schemisburg. Welche Zeitungen, Schelamis Parschmone, welche Zeitungen hatten gelehnt in euer Haus und welches Forum, in was für Sprachen? Und welche Zeitungen oder welches Forum haben gemacht einen größten Eindruck auf euch? Das Forum auf, als Eindruck, was hat gemacht bei uns, in welchem wir sind, man sich befasst, ist selbstverständlich, ist gewesen zu lernen. Wir haben schon gekommen, wie man sagt, ein bisschen größere Kinder sind wir geworden. Selbstverständlich haben wir gesehen, als das Ikerlernen ist, Gemure, Talmud Bavli. Am Schmiedchen von dem Lernen Gemure, muss ich mit den Mannen in der Zeilen tacken, als der Tate sich in der Brüche, sitzen dich bei seinen Gemure, inmitten der Nacht, wie viel Mal haben wir durchgeweckt, und als ich aber frage zum Tati, wie spät ist, hat er mir keine Antwort gegeben, pünktlich mit der Zeit, er gesagt, schlaf weiter. Weil alles ist gegangen in der Beginn von Herzenerleges. Nichts Kinder sollen wissen, am solch pünktlicher Zeit, wer ist in draußen, wer ist auf in der Nacht von den Lernen. Das so, als was ich kann sagen, der Tate gesessen, jemand war leider gelernt. Und selbstverständlich, man stellt mich eine Frage und fragt, welche die wichtigen Worte bei ihm sind gewesen. Bei uns waren die wichtigen Forum gewesen, der Schulchan Aruch, ist sie gewesen, der chassidische Forum, welche so ein Infantalmide Baal Shem, wo es Schabbos special beim Tisch ist gewesen, wo sich kamen der Mann in der Heim, der Neumann Melech, Kiddische Slaivi, in Avoides Yisruel. Das ist gewesen, Freitagnacht in Schabbos Batuk beim Tisch. Und also auch mit dem Gedanken und mit dem Begeisterung hat uns der Tate sich in der Brüche erzeugen und uns auch erwähnt. Kinder, nie soll ich hören von einem Mal, ihr sollt machen einen Unterschied von einem Reben zum anderen Reben. Kilom Mahivim, Kilom Beririm, Kilom Kedoshim. Jeder Rebe dient Hashem Isburach, alles dient ein Beschäfer. Und ihr sollt wissen, dass jeder Rebbe ist ein ehrlicher Jid und jeder Rebbe ist ein Tzadik. Und ihr sollt keinmal kein Politik nicht führen in die Sachen. Ihr sollt sehen, sich streben, ein Leben auf Teuro und auf Weidu in Gemüdes Chassudim. Und wegen Zeitungen? Von Zeitungen ist eine Sache, wo sie selbstverständlich spätere Zeiten, wenn sie aufgetreten geworden die antisemitische Zeiten, und wenn sie aufgetreten geworden über die Bekehrnissen in der Welt, hat interessiert, also in jedem Haus, ist keine direkte Zeitungen nicht daran gekommen, nur wie man später sie so schon interessiert, ein bisschen nahe ist von der Welt, ist daran gekommen, der Koscher Juhischak. Schela Mispar 11. Wie hat der Feier gewirkt, nice von der Welt? Also wie wenn euer Stott Ungwar hat gebeten hat, von einem Meluche zur zweiten, wenn Hitler hat gekrogen macht, er ruft zum, die Macht in Deutschland, die Milchome in Spanien, der Konferenz in München und nice von Eretz Israel. Sari, wusste ich gewinnt die Frage letztens? Ja, der Besitz hat der Nice von der Welt.
Der Nahe ist von der Welt, also ich bin noch gewesen, damals ein Kleinkind in 1938, kein junger Kleinkind, war schon gelernt, damals in der Ungarn Schive. Aber die Ungarn sind herangekommen, wie ich denke, 38, November 10, auf Minkac, sind wir alle rausgegangen in der Gassen, wie alle Menschen empfangen, der Nahe Maluches, das geheißen, die Ungarn, die kommen heran. Ich gewesen, Menschen, welche haben sich sehr gefreut, man wird Ungarn. Ich dort gewesen, was ich das nie vergessen, der Batchen mit Nummer Busches Erik. Hat er gesagt, jüdische Kinder, freut sich nicht, weil du es leider sehr bitter kosten. Die Ungarn sind in größeren Schuhen. Und selbstverständlich haben wir sich später darüber gezeigt, wer die Ungarn sind, wo sie haben mit uns getan. Also hat er jeden Tag die Kanäßen, wo sie umgekommen von der Welt, was Hitler gemacht schon mal hat getan, selbstverständlich, es hat uns gegeben, jeden Tag einen frischen Stoch im Herz. Es hat uns ungeschwacht in alle Unionen, welches ist unbeschreiblich, und wir können sich das weiter ausdrücken, wo der Tag tägliche Nahessen haben uns gebracht, uns haben uns zerbrochen. Ihr braucht späterige Juren, weil sie gekommen, der Einrichter von den Arbeitslagern, in welchem noch mein Bruder Herschel, Oliver Schulem, ist eingewandert, in, hat gemisst einrichten sein Arbeitslager und leider umgekommen im Bohr im Arbeitslager. Sistag zu erinnern, in dem Moment, jetzt, wenn man redet von Arbeitslager, im Bus hat gewirkt auf ihn die schwere Zeiten, mir kann ich noch der Mann und ich muss es herausbringen von der Welt. An der Mann, wo sie gewesen, die größte Berge. Das heißt, sehr geschickter Mensch, wo sie von den Kindern ständig getreut, sie helfen mit ihm, sie genäht kleidlich für die Kinder. Und noch andere Sachen hat die Mama gesucht, sie hat herumgesetzt die Maschine und sie hat gemacht, breitsäcklich. Das hat auf Ungarisch geheißen, der Kenyerjag, mit der Hartjag, mit alle Sachen mitzunehmen in den Lagern. Hat sie geweint mit Tränen. Kinder, das ist, ich habe 5 Kinder gebracht auf der Welt. Ich kann es erzeugen, und leider stößt dem, dass er mal setzen zu der Maschine, in nahe ich dafür von meinen Kindern, nahe ich auf säcklich wegzugehen, und wer weiß, wie er hin, und wusste es anders auf mit unserem Leben. Mispar Schnee Messrei. In welche Lagern seid ihr gewesen? Die Lagern, wie ich bin gewesen, gewesen die erste Station gewesen Birkenau. Von Birkenau sind wir weitergegangen, wie ich habe es früher auch schriftlich herangegeben, was verlangt von mir, die Kusche vergesst, sind gewesen von Birkenau, sind wir gegangen mit dem marmorischen Transport auf Buchenwald. In dem Buchenwald der Lager, dort habe ich bekommen mein Number, welches ist nicht detailliert auf der Hand. Nach Kämmach der Mann, der Nummer ist 55.717. Und so ist auch gewesen meine Cousinen, die Kinder von meinem Cousin Bianca Fersch-Waldmann. Seine Kinder sind gewesen, der nächste neben mir, Mendel in Schleume. Einer geht 55.718 und der andere 55.719. Ich bin dort von Buchenwald sind wir weg auf Dora. Ich habe am zweiten Tag schwierig so geritten. Nach Tag nach dem sind wir weg auf Harzungen arbeiten. In der Arbeit gewesen, der erste Arbeit, sie trugen Teile von den Baracken, auf aufzustellen Baracken. Und dann sind wir weitergegangen mit der Arbeit, was man uns genommen hat, die Waggonen auszuleidigen. Und bei den Waggonenarbeiten ist gewesen, das hat sich durchgezogen, die ganze Arbeit, dem ganzen Zimmer bis Schmina Zeres. Schmina Zeres sahen die in dem Lager, ob mir gehabt, sehr schweren Vorarbeiter,
Deutsch, er gewesen sehr größer Antisemit. In der Kapo ist gewesen ein Zigeuner. In der Kapo hat gewollt loswerden von dem Meister, hat er gebeten von den Jiden, man soll ihm helfen, er muss ihm loswerden. Bis er hat mir genommen in der Hand, sagt so, du Jude, du musst mir geben Hilfe, wir müssen loswerden, dem Meister. Wo ist sie gewesen? Bin ich gegangen, trug ich meinen schweren Last, die Schwelfen, was man leicht hinter den Schienen. Und wir haben das gemüsst ausladen von den Waggonen, ich habe es getrunken. Bis ich bin reingekommen, in der Heuwer an, ich habe es herumgeworfen, mir gefallen in Ohnmacht, und also hat man mich herangeführt in Hospital. Und durch dem ist gelungen, für die Übrigen, wie ich bin vermüht gewesen, der Meister loszuwerden. Wir haben gekriegt damals ein Lager an anderen Meister. Ich persönlich habe schon den ganzen Winter nicht gearbeitet, denn ich bin gewesen als Schwacher in Spätula lange Zeit, und dann bin ich gewesen auf Blockschonung, und dann bin ich gewesen auf geringe Arbeit im Lager, wie wir haben gewohnt. Eine Schickzeit bin ich gewesen auch von den Kartoffelschälern. Und dann sind wir weggegangen auf Harzungen. Und von dort ist es geworden bombardiert, Harzungen, haben wir gewandert, ein Stück Zeit, bis es ausgekommen, dem ersten Tag Pesach, sind wir gewesen frei. Und wir haben gewandert von Dorf zu Dorf in Deutschland. Von dort hat man uns zusammengenommen und uns weggeführt auf Ebensee, wie ich bin, mit der Schemes Buras Hill frei geworden, durch die Amerikaner Armee. Bei dem Buchenwald, der Transport, was wir sind, hat man nicht datiert. In Birkenau hat man nicht gemacht, nur in Auschwitz. Ja, gescheuert der Hure hat man uns von Kopf bis Fies alles. Hat man uns rasiert. Die anderen Menschen noch nicht datiert. Die Transport, was gewesen mit mir, hat man nicht datiert auf der Hand. Wir haben noch gehabt die Nummern auf den Kleider. Shalom ist bei Schweizerin. Wer hat erwählt, wer hat euch geklebt, eure Kehille, die Anführers von der jüdischen Kehille in Ungarn? Wie die Kehille gewinnt, gebäut und was haben sie getan für die kulturelle Leben in Ungarn? Die Frage ist sehr schwere Frage für mich allein zu geben, darauf die Antwort. Wie ich habe es früher erwähnt, zudem erbeten die Chuschewe Gäste und sich wenden zu den älteren Menschen von der Stadt Ungwar. Kulturelles Leben ist selbstverständlich, aber man hat nicht gesehen, auf einem gaschmiesdicken Öfen zu durchführen. Das kulturelle Leben, wie ich weiß, wie ich habe es gesehen mit meinen Augen, ist gewesen selbstverständlich, wie mehr zu schennen der Stut in rochnistischen Leben. Shalom ist bei Chaisrei. Was ist gewesen der Beziehung zwischen der jüdischen Kehille mit der nicht der jüdischen Memschole? Wie hat die jüdische Kehille vorgestellt, die jüdische Kehille von Ungwar zu den nicht-jüdischen Schiltonen dort? Und was haben sie gedacht, tun? Was sie gewähnt, sie ihre Schuyot? Ja. Das Zusammenleben des jüdischen Volkes mit dem nicht-jüdischen Volk ist gewesen in der Stadt Ungwar, selbstverständlich. So wie es ist bekannt als Diener der Malchise Diener, ist selbstverständlich, aber gemisst kooperieren mit der Stadt. Wie ich kann mich erinnern, selbstverständlich in den tschechischen Zeiten noch, was ich noch gemacht habe, die Schule habe ich noch gemacht in den tschechischen Zeiten, ist gewesen, bei jeder Gelegenheit, später auch viele bei den Ungarn, als bei jedem
Tag, wo es gewesen ist, Tag von der Schule, hat gefeiert, dem Tag. Selbstverständlich sind jeden zusammengekommen in der Schule. Wie sie gewesen in der friedlichen Zeit, in den ersten Jahren, noch Gedinge nach Hasen von einem anderen Stutt. Weil letztens ist Special kein Hasen in der Stutt ungefähr nicht gewesen. Noch der Schachtel, welches am ungefähr mit den Dauern in der größten Schiel. In der solchen Tag, welches ein gewesen Special für den Tag, wo sie halten, wie man sagt, der Geburtstag von einem verstorbenen Präsident Thomas Garrick Masaryk. Ist selbstverständlich, ich kann mich noch erinnern, wie der Ungar auf der Kleiner Brüche hat in seinem 87. Geburtstag begrüßt mit dem Pusik Tuches Leroy Scheuateres Pos. Pos ist Pei Zion, das ist 87. Mit dem Pusik hat er begrüßt in seinem 87. Geburtstag. Und das ist gewesen, der Schiele gewesen beziert mit der Fener, mit dem Degel von der Tschechische von Demels, in Bad Ungarn, der ungarische von, im von der Regierung, selbstverständlich von der Memschala, ist gewesen, Special Guest, wo sie teilgenommen in der Zeremonie, wie man rief das. Und später, auch, wenn der Präsident Thomas Garrick Masaryk ist gestorben, ist man gegangen, auch in der Kuwait Achrem, ist gegangen zu seinem Monument, wo sie gewesen im Park auf Masarykplatz, wo sie geben sein Kuvert, seine letzte Ehre dort. Und später, wenn die Ungarn sind herangekommen, ist gewesen, auch zu hat man zugehalten, die alle Feierungen von der Schule. Wie ich kann mich erinnern, was ich gelernt habe, Minkatsch, der Munkatsch-Ruf, welcher lebt hat in Eretz Yisroel. Herauf der Burg ist hier Rachmir Rabinowitsch. Kann mich noch erinnern, er als bayerischer Gebäuerner hat bekommen auch geschrieben, eine Drusche zu halten, über den Geburtstag von Horthy Miklos. Kann ich mich erinnern, wie es interessant gewesen zu hören ihm, Special, wie er gesucht, auf Ungarisch, Jido Testwegeim, Mamo Sege Jido Schak, Unefli, Es ist ein Neutsch, Zürich-Schnopp, auf Wittes, Neutbahnio, Horthy Miklos. Es ist sehr interessant gewesen, ein polnischer Geborener, ein polnischer Erzeugener, wie er gekannt mit der Reich, hat sich Schein auf Ungarische Rutsche gegeben, die ganze Geschichte. Es ist zu weisen, wie jüdische Kinder, also wie mit seinen Gules, aber gewiss in der Pflichten, legabe dem Schule, in jedem Stutt, in jedem Land, wie jüdische Kinder gefunden sich. Nur was denn, sie haben nicht gewisse Pflichten, wie sie über sich umzugehen, ein Mensch mit dem anderen, sondern das Argste, was sie noch gekannt haben, die ingenommen sind, sie bezahlt. Schela Misbar 22. In was hat sich bewiesen der Unterschied zwischen Ashkenazim und Sfardim in eurer Kehille? Und um sie geht sehr besondere Kehille, so besondere Gemeindes. Es ist gewesen ein Schinui in Nussach Tfilot und es ist gewesen ein Machlok zwischen den Sfardim und den Ashkenazim. Die Kehille von Ingwer ist selbstverständlich ist gewesen Ashkenazische Jiden und Sfardische Jiden. Der Nissach Ashkenaz ist gewesen, der größte Schiel, und auch in der Hebräschas genützt geworden. Und ich kann mich nicht erinnern, dachte ich mir auch an einige von den kleineren Buten mit Ruhig gewesen. Aber der Klaus für sich ist gewesen, ein chassidischer Klaus, wo sie gewesen Nissach Sefard. Special Machleukes in meiner Zeit nicht, nicht gewesen. Bekannt ist gewesen, dann war Machleukes, bevor man aufgeregt mit dem letzten Ruf, Herr Agun, als Zadeker, Bios für Amerikaner, so können wir brauchen. Und außerdem ist gewesen auch in der Stadt Ungar eine logische Kehille, wo sie haben gehabt, sei er scheuchert, in seiner Schiel. Aber zusammen gehabt, der Rabbi, Special für sich, kann ich mich nicht erinnern. שאלה מספר 23. קנטיר גדנקן דם בציונג צווישן חסידים
andere orthodoxische Jiden, Misnagdim, die Neologim, Chofshim, Freie, Maskilim, assimilierte Jiden, was sie gewähnt bei euch. Eber gedenkt, was sie gewähnt der Yachas zu der Status Quo. Könnt ihr gedenken in Nummern oder in Prozenten, die Nummer von Jiden, was am Scheier gewähnt zu den Kwutzot, die Chassidim oder die Assimilierte, die Orthodoxen und die Chofshim? Die Mispar, das heißt, die Zunung von den Jiden, weil ich sie gewähnt für chassidische Jiden oder aschkenesische Jiden in moderne, das heißt, die Analogen, das der Mannen, kein Status Quo Kehille ist in Stuttung waren nicht gewesen. Denn logische Kehille für sich hat nicht so weiter ausgezeigt, hat sich schon so ungesehen, seine Gewinner geht in der Sobranzer Gas, in jener Richtung, er geht Anfang Sobranzer Gas und sei gewesen, als so ein Mann, kinderische Juren, denke ich nicht, sei er. Special Miss Nagdim, für das Selbstverständnis, sie gewesen Chassidim, wo sie gewesen von verschiedenen Rabunen. Sie gewesen Munkatscher Chassidim, Belser Chassidim, Spinker Chassidim und auch von anderen Rebes. Aber rauswasen, die ich mit Nagdem einen von anderen, ist nicht gewesen. Es hat existiert in Ungar eine hebräische School. Und das ist der Tag gewesen, auch in der Gas wie in Sommer gewohnt. Dort gewesen der Anfang von der School, später haben sie sich weggezogen in einer eigenen Building, wo sie haben aufgebaut. Und in der Gas, bevor die Ingen sind herangekommen, hat er geheißen Dr. Herzl Tivoder. Hat er gehabt mit Schumodi in einer Stadt und hat er gedacht, ob es konkretische Meisterlach, wie mir hat sich aufgeführt zu dem Schumodi, was er gehabt in Stadt. Special Meisterlach zu dem Schumodi, wenn er sich mit sich aufgeführt, kann ich mich nicht erinnern. Nur per Zufall, ein Gegner über ihn, das heißt, wie man sagt, in Amerika, groß von unser Haus, hat gewohnt, eine Familie mit Schumodi. Ich will nicht den Namen herausbringen, weil ich weiß nicht, wie Tom erlebt hat, wer von sei. Will ich dann nicht, ich weiß nicht, wie sie mir sagt, das soll mir allein machen, Trouble. Mispar 25, was ist gewesen der Erziehung von der Kehille zu der Zionut? Und die Rabbonim von Stott und sehr Zustand der Aufführung mit der Zionut. Sorry, ich kann auf dem keine Antwort nicht geben, weil ich bin immer nicht bekannt. Was ist gewesen der Yachas, der Aufführung und die Verbindungen zwischen den Juden in Ungar und die Juden in von Pel und andere Juden von Ungarien. Ich weiß nicht, ich muss mich bitten, Entschuldigung, ich verstehe nicht die Frage, was heißt die Beziehung? Selbstverständlich, Juden sind da gewesen, Juden, nach einem Bene Israel. Man hat sich gemacht, kein Unterschied. Nur später, wenn es sich umgehoben, der Diefes in der Slowakei, wo es mir rübergelaufen für Slowakei, die jüdische Kinderlich sind entlaufen, hat man mit Meure herangenommen, man hat gesehen, sie helfen, wie weit man gekannt. Shalom ispar Shloshim. Was ist gewesen der Beziehung zwischen den Juden, den Tschechen, den Ungarn, den Schwaben, den Ruthenim und die andere nicht-jüdische Bevölkerung in Mischar, in andere freundliche Beziehungen? Gedenkt ihr wegen Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden, die Namen, was ich auf früher der Mond, was eine nicht gewesen in Mischar oder in Politiker?
Zu der Frage ist mir auch sehr eine schwere Sache zu entfernen, wo sie bin, ist mir nicht bekannt. Nur die Beziehung, wie ich weiß, gewöhnlich in der Stadt, wenn sie wählt, der wählt ein Bürgermeister, das geheißen in Europa. Du heißt es der Major von der Stadt. Selbstverständlich haben wir gesehen, Beziehungen als zu begrüßen, der Mann hat Schule. Kann ich mich erinnern, als in den tschechischen Zeiten, und auch am Anfang von den ingerischen Zeiten, bin ich gewesen, einige Mal auf eine Visit, special geladen zum Bürgermeister. Mit der Tat, als ich in der Woche ist gekommen, und begrüßen ein Heim in seiner Wohnung, und das sehr schön empfangen. Als ich mich erinnern, in den tschechischen Zeiten, kann ich mich dachte, zu mir geheißen, du das, der was ich denke, nach dem Namen, sehr ein feiner Mensch gewesen. Und auch dieselbe Beziehung ist gewesen, die in der Spätul mit gebraucht hat, wo man gewohnt ist, schein ist von dem Spätul, ist er gewesen bekannt mit dem Namen Dr. Federnetz, wo er ist rübergekommen für Munkac auf Ungar als Operateur in Spätul heran. Und so wie ich bin in meinen kinderischen Jahren nicht mehr gedacht, operiert geworden in Munkac, aber schon gehabt mit ihm die Verbindung. In auch gewesen das andere Spätul, das hat geheißen der Frauenspätul, Dr. Niemetz, das hat gestammt von Slowakei, sehr ein feiner Mensch. In seiner Beziehung gab es jüdische Kinder, ist gewesen erstklassig. Und ich kenne mich nicht der Mann, sie Dr. Niemetz oder Dr. Federnetz, das ist gestammt von der Gallig. Aber die Benehmung von sie ist gewesen, wie man sagt in Amerika, bloß in Englisch, Avon. Welche von den Völkern haben bewiesen Erziehung von Antisemitismus und gegen Hasse und gegen die Juden? Wie hat sie das bewiesen, sehr Hasse, ob sie es gewinnen sehr? Und wie ist das gewinnen ein Unterschied zwischen einer Zeit und einer zweiten? Bewiesen ein Unterschied von einem zum zweiten, selbstverständlich, hat man von den älteren Menschen von der goyischen Bevölkerung, von der christlichen Bevölkerung besser gesucht, hat man gekannt, dass sie weiter raussehen, wie man gesehen, meistens von den Kindern, von Seire. Dort in der Gasse sind sie immer gewohnt, ich bin nicht keines, hat sie gegründet, auch ein Office, was man sagen, zugeschlossen zu der Nirosch-Partei, hat es geheißen, das ist gewesen, der kapische Gas dort. Und ich denke nicht, dem Namen Balaf Schimovic hat er geheißen, aber Samin hat den Namen gehabt. In der hat er ausgewiesen, sehr größer Antisemitismus. Wie hat gesehen, Aid hat er gekritzt mit der Zeine, ihm hat er gehört, Samuel Bidojido. Aber noch solche ähnliche Bemerkungen in noch andere verschiedene Bemerkungen, wer es hat berührt, jeden einzigen nach Stipp getrunken, der Gas, ja, Klapp getrunken, ziemlich geworfen nach Stein. Selbstverständlich ist vorgekommen, aber meistens ist vorgekommen, dass Ingwer, wer es gewesen, aufgezogen geworden. Und nicht was aufgezogen, sonst besser gesagt, der Erziehung, die sie haben bekommen, dem Chinuch bei den antisemitischen Organisations. Ich habe gefragt wegen der Beziehung von Individuellen entgegen die christliche Bevölkerung. Was wegen der Memschole? Hat sie sich befeiert in dieselben Wegen towards ihnen und towards andere Bevölkerung? So hat er schon am Ispar 32. Die Beziehung von den Memschole, ob die tschechische oder die ungarische, ist gewähnt dieselbe zu ihnen und zu der anderen Bevölkerung? Früher hat er gerecht wegen Individuellen, die jung waren, was am Sach bezieht in Antisemitismus wegen und gegen ihn. Was wegen die Memschole als Memschole? Seien alle Bevölkerung gewesen gleich
in die Augen von dem Mensch oder zu ihnen ist gewesen eine andere Beziehung. Bei dieser Frage ist doch selbstverständlich, als bei den tschechischen Zeiten, wo das ist gewesen bekannt, die tschechische Regierung als Memschule von Chesed, unter seinem Präsident, verstorbenen Präsident Tomáš Garrigue Masaryk und später mit Dr. Edward Beneš. Selbstverständlich hat es nicht gewesen, also ich war zu viel des Antisemitismus dort. Absolut, ich denke nicht im Ganzen. Maybe es ist ja vorgekommen, aber in meinen Zeiten kann ich mich nicht erinnern. Aber in den jüdischen Zeiten ist selbstverständlich, als wir gekommen auf einen Platz, haben wir gemisst gehen, weil zum Beispiel, wenn ich auch gemisst habe, von den Skiwaren, haben sie gemisst ausmelden. Ich bin auch gekommen zu der Polizei, hat man gesagt, Jido, Ayalo Dolbo, stell dich an der Seite, wart der Jido, hova Meizmägend war er mit Chefterni. Kannst du dort machen, etwas Business, etwas zuschwindeln. Wie läuft es schön, wie geht es schön. Und selbstverständlich später, wenn es hat er gemacht, der Levente, hat man ihn zog, wie war man gekannt, hat man ihn unterdrückt. Und gemacht Bemerkungen, ihm hat getan, was man gekannt mit den Steen, Special, Kadai, man soll ihn unterdrücken. שאלה מספר 33. Seinen gewähnen eure Mischproche Menschen, wo sein herausgetrieben geworden von Ungar als polnische Bürger. Seien sie gekommen zurück und was weißt ihr wegen der Erscheinung, jeden seien herausgetrieben geworden als polnische Bürger? In den Zeiten, wenn die polnischen Jiden sind evakuiert geworden, herausgetrieben geworden von der Stadt Ingwer, bin ich gewesen in Munkatsch. Also ich kann mich nicht von dem kann ich geben keine Antwort. Nur was ich weiß für Munkatsch, wo es von dort sind weggetrieben geworden, sehr als auch Jiden auf Polen, zusammen mit dem Ruf, herauf Rebureg Rabinowitsch, wo es gefunden sich in Erzisruel in Cholon. Sie sind auch vertrieben geworden, sehr als auch Jiden. Es ist bekannt, weil ich denke noch von einem Nummer, Meischelei Bienenbaum. Ayit Abel Makibel, wo es, ich muss sagen, sind gleich sehr, sehr wenig gewesen in der Stadt. Mit seinen Zitkes. Und mit ihm auch andere jüdische Kinder. 36. Wer sind denn die Menschen, die sind ausgeklebt geworden vor dem Judenrat und was haben sie getan in Ghetto Ungwer? Die Judenrat in Ingwer, wie ich denke schon in den letzten Zeiten beim Deportieren, in dem letzten Winter waren Deportieren, aber gelernt die Schiebe von Opa, hier hat es geheißen. Man war aber schon heimgekommen nun zu Pesach, damit ist schon gewesen in Ungarn auch. Und meistens sind gewesen in die Judenrat der Familie Laszlo, wo es eventuell gewesen eine Bemerkung, das ist erledigt geworden von einem Reschekul, wo sie gewesen letztens Dr. Laszlo. Und noch andere, welche müssen wir nicht bekannt nehmen. Aber mit einem von dem Ghetto bin ich auch herausgegangen arbeiten. In mein Arbeit gewesen, zu machen Ordnung, sind wir ins Geschick geworden, in der Gas, wie es hat existiert, letztens, der Moschef Zakainim, in dort in dem Haus von Landwoitelep, wie wir haben gewohnt, gegen in unser Haus, dort dahin hat man angesetzt, die poor families, welches haben gehört zum Judenrat, in diesen gewesen meistens, die Family Laszlo, welches haben gehabt, Geschäft von Geschirr, Glaswerk, von den Sachen. Wann hat ihr euch gefunden, dem bitteren Emes wegen der Gaskammern? Dem bitteren Emes von der Gaskammer bin ich ausgefunden, Herrschenlager, schön in Auschwitz. Wenn sie mir gewesen, wie ich habe früher erwähnt, als im Buchenwald, das haben wir genommen. Zu singen, wie die Amte schwie ist, hat man mir erwähnt,
die weiß, dass deine Eltern sind verbrannt geworden. Damals bin ich erfahren, dass es existiert, eine Gaskammer, wie man verbrennt Menschen. Und wir haben gewusst, umkommen dich, wenn der Sohn Israel, Dr. Mengele, hat ihn gescheit. Er ist damals bei dem Moment, wo man sich gewusst hat, er ist aus. Nach er hat uns empfangen und er hat sich geteilt auf rechts, auf links, in welchen man taten. Sie können brüchen, wo er ist gewesen, noch ein jünger Mensch. In gewesen leider schon gekleidet, damals unterburt im Pais, und ich gewesen erkannt als alter Mensch. Aber bei dem Maler hat er gefragt, wo ist dein Beruf, hat er gesucht, der Rabbiner. Hat man ihm vor dem sofort geschickt auf der linken Seite. Wo das hat geheißen, war er sich gewiss bis in Buchenwald. Hat ihr gewusst wegen der Pelischeiden und wo sie haben durchgelebt, bis ihr seid angekommen zu Birkenau? Berichten von Pelischeiden sind gekommen ständig auf Ingwer im Inkatsch, weil noch sein, die in der Stadt Ingwer, habe ich schon einmal schön erfahren, als in Kamenis-Podolsk hat man ausgeschossen, alle Jiden, in welchen dort gewesen man Taten, seine Brüder sehen. Meine Firstkosten, Herr Afleifer, in auch eine Meuschelei Bienenbaum, wo sie auch denken mitzunehmen, und noch andere Jiden. Wo, Schela 38, wo seinen Pfarrern Eberweist, Scherita Pleita von Ungwar, seien nur da solche, die wohnen eint in Ungwar, wie seien sie geraten wird geworden, auch ihre Verbindung mit sie, was tun sie, und in welche andere Plätze seien voran Menschen von Scherita Pleita von Ungwar. Diejenigen Jiden, welche leben in Ungwar, in der Moment in Handigen Tag, habe ich keine Schimmverbindung mit sei. Wie meine Erfahrung ist, von, was ich gehört von anderen, ist sehr wenig du, welche sind Stammen von der Stadt Ungwar. Die sind Jiden, welche sind gekommen von der Gegend daran, von der Stadt wohnen, und auch von anderen Städten. Und wie die Jiden sind geraten worden, ich kann mich wenig erinnern, because ich bin nicht befreit geworden mit den heimischen Jiden von der Stadt Ungwar. Und sie tun in der ganzen Welt, und auch du sehr sagst, von der Scheide, zwischen der Scheide ableiten, auch Ungwarer, du hier leben auch sehr sagst Menschen. Wie ich bin der Hoffnung, dass der Komitee von der Ungwarer Jiden haben mal List, welche sie wissen, der Namen, wo sie können auch besser informieren mit der Adresse und auch der Namen. Ich mein, mit meinem Wissen besser gesucht, ist nur, wo es hat die Verbindung du in Williamsburg, wie ich lebe, mit den heimischen Ungwarer. Und auch mit den Ungwarer, welche ich kann mich sehr schwer der Mannen in sei, because schon bald 30 Jahre, wir sind erweitert geworden, einer von dem anderen. In einmal im Jahr, wenn ich komme schon zusammen mit sei bei der Haskure, ist selbstverständlich mit der Mann sei, weißt du, wer das ist, du bist ein Einigler von Reber und Berze. Und ich gucke, und der stellt sich vor, der ist jener, aber ich kann mich sehr wenig erinnern. Ist auch so, als ich Kenntnis geben, der Name pünktlich mit dir, ist selbstverständlich das Beste ist, wenn der Komitee von der Ungwarer Verein, wo es existiert, du in New York soll kennen geben. Schluschim Vetesha, seid ihr bekannt mit Menschen, wo es einen gewähnen keilische Tours, was haben getan und gewähnen verbunden mit der jüdischen Kehle und Gemeinde? Menschen, die sind gewöhnt verbunden mit der Kehle, haben gearbeitet für die Kehle, in der Kehle, für die Milchome.
eben sein geblieben Leben und eben sei, wo sie seien und eben seien da oder in Israel oder in anderen Plätzen und eben der Welt. Für die Menschen, welche sind gewesen, verbinden mit der Kehille selbstverständlich, direkt aber nicht, keine Ahnung, sollen existieren, special. Sondern se du Vernehmung, weil unsere Freunde brauchen, ist du hier auch du einiglich. Und also ist du Kinder von einem Scheuchert für den Anschel Greenwald, du hier in der Stutt. Und es gefällt sich auch Kinder von einem Gewitz für unsere Freunde brauchen. Und von einem Scheuchert Raff Felberbaum, du wirst dort geheißen in der Stutt, hat er begriffen, der Radwanker Scheuchert. זה לא שאלה מהשאלון. ירוד פריר דמון דמנומן חיים פישגרונד. רב חיים פישגרונד. איך בלחם? תשולדת, מרבס חדרמן פריר רב חיים שיהיה פישגרונד, תרגוון, דה סקרטר פנדר קהילה. אבל תסידו פנים לך הנם דנקן, הנטיגן תוק וייסך נש. נרדרן דנקן, זה איפוס מגדנקן לך, פן זיין פרסון, seine eitle Benehmung legabe ein Mensch zum anderen in Beklau, in Befrat zum Haus von meinen Taten, wo er es gewesen sehr eng verbinden, das heißt, er gewesen sehr ein guter Freund, wo sich kann mich erinnern, als in der Zeit, wenn es herausgekommen in Großwaldein, der Knesset Israel, in sechs Bänder auf Pirkei Uwes, ich gewähne, der Tat hat sich eine Woche so gekauft und hat beschenkt als Anerkennung von seiner Gitzkeit, hat ihm gegeben, aber tun es zum Andenken dem Set Knesset Israel auf Pirkei, in welchem jeder Ruf, in jeder Maget hat uns benutzt, ihm genutzt uns auch noch einen handigen Tag zu seinen Drusches. Wegen dem Reb Chaim Fischgrund will ich fragen noch eine Frage. Mit ein paar Monaten zurück, Zufüllung, ist reingefallen in meine Hand ein Buch von Auschwitz. Der Buch von Auschwitz, vor dem, wie so Auschwitz ist geworden, bekannt, was sie sein, aber wenn es noch gewesen eine normale Stadt wie alle Städte auf der Welt. Und ich habe geguckt durch die Namen und ich habe gesehen dort in dem Namen vom Reb Chaim Fischgrund. Und ich habe wie immer so gelernt mit mir bei dem Namen Chaim Fischgrund. Er ist in New York, er ist ein junger Mann, etlich 20 Jahre alt. Und ich habe gefragt, ob er stammt von dieselben Mischproche. Und er hat mir gesagt, dass er stammt von der Mischproche. Ist da etwas, ist das dieselbe Mischproche oder ist es... zwei Menschen, die so zufällig demselben Namen. Das ist mir nicht bekannt, ob der Mr. Fischgrund so sagt, wenn der mich spuche. Ich kenne mich Germanen. Und als du ein Cypher Tal HaShomayim von Kaschuruf Schlitter, Befuhl Blum, in welchen er macht ein sicher Eulam, hat er rausgegeben von seinen alle Onkels, von seinem Spruche, in der Chaim Schiehe Frischgrund, wer dort in der Mann als Vetter. Ein Grüßen ist ein Koachach und ein Dank. An Addendum to the Tape. Also ich habe vergessen, früher zu erwähnen, wie man die Fragen aufgegeben hat, wo es die Kehille Ungwar in meinen Zeiten gewesen, der Schekul Dr. Laszlo, also ist auch gewesen der Schekul Reb Moshe Gellis, was hat gehabt, die Druckerei in Ungwar. Und dann noch so gewesen zwischen dem und anderem, wo es auch gewesen war, Reb Hersch Goldberger, der mein jetziger, für mein letztiger Frau so sagen, sind von ihr der Futter, Pesch Goldberger, ist bekannt, wo es auch du in Amerika, du sehr sagst, in welchen Tieren nehmen,
mit mir zusammen, die mir sein Andenk sehr stark leuben, mit dem, was er gewesen, sehr ein ehrlicher, ungehittener Jid, was er gesessen, ja immer Beleidung gelernt. Sein Haus ist erzeugen geworden, Kinder, Schochtem, in Sochrem, in seiner Bekannten der Stuhl, überall, mit seiner Kenntnisse als Talmide gekommen, als Bautfilles, in Dacher Pesch Goldberger allein, der Schwede, der Schweder von der Ruche, ist gewesen bekannt, was man sehr lieb gehabt zu hören, da waren auch in den letzten Jahren, was schon gewesen, die älteren Jahren, hat man morgen nicht aufgenommen, weil er gewesen, bekäuert zu da waren, man hat verlangt von ihm, hat es noch gegeben, damit sie wissen, dass er habe, es ist Ruhe, und hat gedacht, vernommen, der Heilige Tag, wie man, weil er wusste, dass er angesinnt hat, mir Ruhe gegeben, hat er vorher gedacht, was ich das letzte Jahren, und vor dem hat sie gedacht, in Homok, aber in Mina, Homos, den kam ich schon Mann und wie in der Gegend von Ungwar, aber letztens in der Stadt Ungwar, was ich das zwischen chassidischen Jiden, wo seine Strebung ist gewesen, er soll davenen, weil sein Daven ist gewesen, durchgenommen mit der Weikes, mit seinem Zitkes, wo jedes Wort, was er herausgedacht von dem Maul ist gewesen, nicht nur beim Davon, beim Davon ist gewesen, hat man gesehen, dass die Gefühle sahen, was er herausgegeben, nur auch viele mit den Reden, wo sie gewesen sahen, Reden gewesen, beim Midu über Mischkol gemosten seien, dass jedes zwischen meinen Taten mit meinem Reben, Rupert Goldberg, mit den Schwer, so eine Woche, ist gewesen auch sehr eng verbunden als guter Freund, wie mein Bewusstsein so sagen, sind geht Europa, der Futter ist daheim, ich komme spät, hat der Schwieger gefragt, wie bist du gewesen so lang? Sicher hast du getroffen mit den Reberbriefen, mit dem hast du verbringt. Und er, ja, weil es ist ein Vergnügen gewesen, zusammen sich zu treffen mit ihm und sich aufzuschmissen. Ist er gewesen bekannt, der Pesch Goldberger, als letzter Jahr, wenn er schon nicht gekannt, Vorsitzender sein Melimdes, ist er gesessen bei seinen Kindern im Geschäft und hat sie geholfen, aber seine Arbeit ist gewesen im Geschäft, sie sitzen bei der Kasse, in Dorten hat er auch nicht verbringt seine Zeit, sondern ständig gewesen, nach Gemüren offen, aber als Seifer, und damit er hat zusammengebunden, Tof Teurem der Herz. Die Einzelheiten kommen gefunden in dem Buch Tal HaShamayim bei Harav Rafael Blum. Ja, zwischen die alle von dem Sprüche, wo es Harav Rafael Blum, der Kascher aufschlitte, stellt auf, als er geräumt für seine Väter, ist auch ausgerechnet, der Pesch Goldberger mit seine Frau, Gottfried und Frau Feige und auch die anderen Kinder, welche sind aber hingekommen auf Kiddush Hashem. In Dorten gefunden wir den Zug, Dorten die alle anderen Sprüche, wo es Gottfried erwähnt hat, habe ich hier Fischgrund mit seiner Frau in dem Sprüche. Und auch gefunden sich in Tal HaShamayim, ein Vetter von einem Kascherhof, wo sich kämmerischer Mann auf ihm, Reb Schmiel Selzer, was gewohnt auch von Ungwar mit seiner Familie. Zweitmal ein Schakoach und ein größten Dank.